Moin und herzlich willkommen bei den Klimacheckern. Wir alle nutzen das Internet und entsprechende Endgeräte. Mittlerweile so sehr, dass der Stromverbrauch für das Netz in Deutschland pro Jahr bei 13 Terawattstunden liegt. Das ist eine Zahl mit 12 Nullen. Und wäre das Internet ein Land, es wäre beim CO2-Ausstoß weltweit auf Platz 6 und damit ganz klar ein Faktor beim Klimawandel. Was kann man im Kleinen tun, um vielleicht ein wenig Rücksicht darauf zu nehmen? Wir von den Klimacheckern haben uns da mal schlau gemacht. Netflix Prime Sky. Videostreaming ist eine der CO2-Schleudern im Netz. Eine Stunde lang gerade mal in SD-Qualität die Lieblingsserie auf dem Smartphone oder Tablet schauen, das sind schon 30 bis 35 Gramm CO2-Ausstoß. Also durch das schiere Schauen und die Bereitstellung auf dem Server. Man tut dem Klima also etwas Gutes, indem man zumindest nicht parallel streamt. Oder einfach Autoplay deaktiviert, denn man kennt das ja, häufig beginnt das nächste Video sinnlos. Oder falls man gerade ohnehin auf einem eher kleinen Screen unterwegs ist, kann man am besten auch ein bisschen die Auflösung reduzieren. Ein bisschen. Checkt eure Mails, denn die liegen wie Videos ja auch auf Servern, die Strom verbrauchen und gekühlt werden müssen. Hunderte oder gar tausende ungelesene Nachrichten pro User, ja, die verschwenden dann gewissermaßen Energie und blockieren Ressourcen, die im Zweifel sinnvoller genutzt werden können. Und CO2 einsparen kann man bei Mails auch, indem man sie am besten gar nicht bekommt. Tragt euch bei all den überflüssigen Newslettern aus. Das Versenden einer Mail verursacht nämlich schon einen CO2-Ausstoß von 10 Gramm. Nicht viel? Weltweit werden pro Jahr 300 Milliarden E-Mails versandt. Ähnliches gilt natürlich für alle Daten, die irgendwie in einer Cloud sind. Man kann also auch mal darüber nachdenken, ob man vielleicht das eine verwackelte Urlaubsfoto aus der Cloud löscht. Wer sich im Internet schlau machen will, nutzt Suchmaschinen. Da gibt es Anbieter, die klimaschonend arbeiten. Zum Beispiel, indem sie ihre Rechenzentren mit Strom versorgen, der aus erneuerbaren Energiequellen kommt. Eine bekanntere Alternative ist Ecosia. Werbeeinnahmen, die über die Plattform kommen, werden nämlich zum Pflanzen von Bäumen genutzt, die bekanntlich CO2 binden. Ihr merkt schon, simple und kleine Dinge, mit denen sich durchaus aber etwas erreichen lässt. Zudem, Internet und digitale Technologien in puncto CO2 zu verteufeln, wäre auch Quatsch, denn gerade sie sind es, die uns beim Erreichen der Klimaschutzziele unterstützen können, sei es durch Optimierung in Wirtschaft oder Verkehr. Gecheckt?